Wir nähern uns zwar mit großen Schritten dem Finale des Spiels, aber dennoch haben wir noch ein paar ein paar Nebenmissionen übrig und eine davon ist die hier bei Fernund. Ah, die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Yes. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Wir sind uns nah genug, danke. Passt schon. Okay, was willst du? Du bist mir schon irgendwie grundunsympathisch, obwohl ich dich nur einen Satz hab sagen hören. Okay, Fernund. Was für ein Vorschlag? Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Eine was? Ist es? Ein Relikt von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Mhm, ja. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Der Typ ist mir unglaublich unsympathisch. Was guckst du? Hey Bruder, was guckst du? Hey, Fernund, meine Augen sind hier. Ah, ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber... Ja, mir ist klar. Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, für dich wirklich. Gar nicht. Ja? Aber das verstehst du nicht. Ohoho. Uiuiuiui. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Mhm. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da finde ich auch Basteleien. Finde. Gut. Mhm. Okay. Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Mhm. Das werden wir sehen. Okay. Der Typ ist mir wirklich kernunsympathisch. Aber ich fand den Kommentar gut, ey. Meine Augen sind hier. Gefällt mir. Vor allem habe ich natürlich auch das passende Outfit dafür an. Muss man natürlich auch zugeben, ne? Also ich meine, ich glaube, ein viel freizügigeres Outfit hat Aloy nicht, oder? Warte mal. Das müssen wir jetzt ganz kurz, Leute. Das ist eine wissenschaftliche Nachforschung. Das ist jetzt wichtig. Deswegen müssen wir das ganz kurz klären. Ja, nein. Nein. Ein freizügigeres Outfit hat sie definitiv nicht. Oder habe ich jedenfalls aktuell nicht. Ich meine, wer weiß, was es noch so zum Kaufen gibt. Also ich meine, ne? Wer weiß, was einem die ganzen Händler hier noch alles andrehen können. So ein Bikini oder so. Alter, im Bikini so ein Donnerkiefer jagen, ey. Das hätte auch schon was, oder? Das hätte schon was. So, wo ist jetzt die Scheißmission? Willst du mich verarschen oder was? Hä? Das ist doch nicht die hier, das war doch eine andere, oder? Ja, das war das mit den Früchten. Hä? Warte. Bin ich dumm? Ah, da unten. Oh Gott. Guck, da ist wirklich nur ein Kiefer. Alter. Was? Okay. Fehlt nur noch der Bikini. Okay. Weiter im Text. Naja. Nee, der Typ ist seltsam drauf. Der ist ein bisschen seltsam drauf. Ich traue dem nicht so ganz. Ich mache aber jetzt die Mission auf jeden Fall direkt, weil ich nämlich mich der Hoffnung hingebe, dass es vielleicht eine Energiezelle sein könnte. Warum brennt das Feuer nicht? Und Energiezellen brauchen wir noch 3 Stück, theoretisch, für diese Bunker-Sache. Ich habe mich schon relativ damit abgefunden, dass wir das nicht mehr machen werden vor dem Endboss-Kampf. Oder wie auch immer, vor dem Finale halt eben, ne? Man kann nie wissen, wann weil der Part, in dem ich euch gefragt habe, wo die sind, der ist, glaube ich, noch nicht online. Und bis der online ist, habe ich eventuell das Finale schon gespielt. Von daher, beziehungsweise bin ich jedenfalls schon hinter dem Point of No Return. Das heißt, dann können wir es auch nicht mehr holen. Von daher, ja, well, dann ist es so, ne? Dann ist es so. Ihr seht, ich sammle wieder ein bisschen Medizin-Krimskrams ein, weil haben es besser als brauchen. Was wir auch gucken sollten, dass wir einen Waschbär finden, weil wir brauchen immer noch Waschbärhaut. Da vorne ist einer.
sehr geil. Der ist aber nur grün, leider. Ich glaube, Haut ist immer blau. Das heißt, das hat wahrscheinlich Knochen. Ja, der auch. Brauche ich Waschbärknochen? Keine Ahnung, Leute. Ich schmeiß mal vorsichtshalber irgendwas anderes weg. Einfach nur, damit wir das mitnehmen können. Fischhaut haben wir auch noch eine. Ist ja cool. Ja, sonst haben wir keinen Müll mehr, den wir jetzt direkt wegschmeißen können. Brauchen wir aber auch nicht. Moment. Da. Och, jetzt hat die das Fleisch mitgenommen. Ernsthaft, dass es da kein System gibt, das entweder von oben nach unten weggenommen wird oder dass einfach immer das Beste genommen wird oder sowas, das geht mir so auf die Nerven. Das glaubt ihr gar nicht. Das geht mir so unglaublich auf die Nerven. Ich drücke halt immer Y für alles mitnehmen, ne? Und dann, dass sie dann nicht einfach das Wertvollste mitnimmt, das verstehe ich nicht. Wirklich, das, also das hätte die Entwickler noch nichts gekostet, einfach so ein kleines System da reinzubauen. Hat aber wahrscheinlich keiner daran gedacht. Tja. Was soll man machen? Mein Inventar ist halt durchgehend voll. So. Oh! Da ist ja mal richtig Party da hinten, aber da ist kein Waschbär dabei. Das ist ein Fuchs, ne? Okay, fast. Das ist ein Wildschwein. Ups. Okay. Ja, Waschbären sind irgendwie selten, ne? Habe ich das Gefühl. Wildschweine gibt's halt überall. Und Füchse gehen auch noch, klar. Waschbären? Oh, fuck. Hier ist ein Pirsche. Naja, gut, der soll mir mal gestohlen bleiben. Wenn er rankommt, dann springe ich ihm den Arsch weg. Und wenn nicht, dann ist alles gut. Wir brauchen immer noch ein Brüllrückenherz, fällt mir gerade ein. Vielleicht snacken wir uns die einfach mal ganz kurz. Wisst ihr was? Das machen wir. Wir snacken uns mal ganz kurz die Brüllrücken da hinten. Weil für das eine Outfit brauchen wir immer noch ein Brüllrückenherz. Und es wäre halt saucool, wenn ich das endlich mal haben würde. Oh, fuck. Muss vielleicht noch ein bisschen mehr Lärm machen, Mädel. Shit, da ist auch so ein Scheißvogel. Das ist tatsächlich schlecht. Die Vögel machen mir immer am meisten Probleme, die meiste Zeit. Okay, wisst ihr was? Wir haben schon länger nicht mehr mit dem Kram gearbeitet. Ne, stimmt gar nicht, haben wir eigentlich schon. Na egal. Ist der schwach gegen Feuer oder gegen was? Ne, gegen Abriss einfach nur. Okay, das ist gut, weil Abriss kann ich bieten. Oh, fuck. Okay. Oh shit, der latscht da rein, oder? Ja. Gut, ja. Das war jetzt noch nicht so ganz so geplant, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich erstmal was aufbauen, wo er danach reinlatschen kann. Aber gut. So geht's natürlich auch. Okay. Und dann. Da geht der nächste hoch. Da gehen sie down, da gehen sie down. Ne, noch nicht, aber bald, wenn es so weitergeht. Shit. Da war die Reichweite im Arsch. Ich habe hier keine besonders gute Position, muss man sagen. Aber es funktioniert. Ja, 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 ja. Ja! Ja, nein! Haben sie mich jetzt gesehen? Ja. Ja. Haben sie definitiv. Das ist blöd. Aber Action nicht weiter wild. Gut, dass ich das Feueroutfit noch anhabe. Deswegen hat mir das gerade genau gar keinen Schaden gemacht, da ich da im Feuer drin hing. Wie war das? Kritische Treffer kann ich dem nicht geben, oder? Nee. Aber ich kann ihn sprengen. Alter, ich habe mich schon 3-4 Mal jetzt treffen lassen von dem Feuer. Und ich habe davon einen Schaden bekommen. Wie gut. Ja, stabil. Ein Brüllrückenherz, yes! Als ob, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich da jetzt echt eins kriege. Hä, wie gut. Schnappmaulherz haben wir bisher nie gebraucht. Weg damit. Jo, wie gut. Und das ging richtig, das habe ich richtig gut gemacht, würde ich behaupten, oder? Das habe ich richtig gut gemacht hier gerade. Das kann man schon mal machen. So, was hast du noch? Eine Brüllrückenlinse? Das nehme ich mit. Geil, Alter. Richtig, richtig geil. So, dann können wir uns noch das neue Outfit holen. Ich weiß nicht noch, was das für ein Outfit war. Das war das Schleich-Outfit, oder? Ich glaube schon. Warte, was mache ich hier eigentlich? Ich will zu den Schatzkisten.
Okay, eine Waffenspule. Ach, ich habe ja Platz für Draht. Das ist aber schön. Für den ganzen Scheiß habe ich auch noch keinen Platz. Klar. Warum auch? Naja. Leider habe ich nur so Schockfallen dabei. Nee, doch. Das war richtig gut gemacht. Gefällt mir. So, guck mal. Diesen einen HP-Punkt da oben heilen. So. Holzinventar ist voll. Das können wir ganz kurz ändern. Indem wir hier mal ein bisschen Krimskrams nachcraften. Wird eh mal Zeit. Alter, huiuiui. So, ich sollte aufpassen, dass ich nicht irgendwie nachher so viel Scheiße crafte, dass ich keine Lohe mehr habe und dann ohne Lohe in den Bosskampf gehe, weil dann ist nämlich Polen richtig weit offen. Weil ohne Lohe keine Sprengmunition, keine Feuermunition und keine Fallen. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Das wäre richtig nicht gut. Fuchsknochen brauche ich nicht mehr. Ich brauche Waschbären und Waschbären sind jetzt hier gerade keine anwesend. Da ist ein Hase, da ist noch ein Hase. Das ist ein Kaninchen halt, ne? Whatever. Kaninchen sind größer als Hasen, oder? Ne, Schwachsinn. Hasen sind größer als Kaninchen. So rum war das, ne? Ich glaube schon. Hab keine Ahnung von sowas. Ich hatte nie einen Hase oder ein Kaninchen als Haustier. Was hält man als Haustier? Kaninchen hält man als Haustier, ne? Kann man Hasen auch als Haustier halten? Maybe. Probably. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In dem Bereich hier waren wir auch noch nie. Wahrscheinlich, weil wir damals die Brüllrücken gesehen haben und dann daran vorbeigelaufen sind, weil ich mich nicht unbedingt mit denen anlegen wollte. Aber diesmal wollte ich und es hat gut funktioniert und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Denn jetzt können wir uns noch einen Händler suchen und das letzte Outfit holen, was uns noch fehlt. So will ich das sehen. Apropos sehen, ich würde gerne mal wieder was sehen, deswegen wäre es schon ganz cool, wenn es mal wieder Tag werden würde, aber... Naja. Oh! Schade. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Oh, das ist mal ein Fuchs, aber ich gehört habe, ja. Okay, hier ist so ein Licht, das ist ja schön. So die Frage, was finde ich hier? Jetzt muss ich die Stelle finden, die zu schwer zu erreichen ist. Falls ich irgendwas von dem Glauben schenken kann, was Vernunft gesagt hat. Na. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Eine Osseram-Truhe, hä? Okay, aber eine Osseram-Truhe ist doch kein Relikt. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Okay, ja gut. Gut. Wir kommen auf jeden Fall hoch. Das ist nicht das Problem. Frage ist jetzt nur, ist da was Brauchbares drin? Okay, das ist aber schon echt ein Scheißweg, muss man sagen. Heilige Kacke. Wie auch immer dieses Zeug hier wachsen kann. Oh. Und leer. Ernsthaft? Bärmädchen! Na klar. Du bist was? Da! Am perfekten Ort für einen Hinterhalt. Ja, genau. Jetzt leg den prachtvollen Speer ab und wir lassen dich leben. Haha. Wovon träumst du euch nachts? Du hast doch schon von mir gehört. Du weißt, wozu ich fähig bin. Warum sollte das hier gut für dich ausgehen? Warum denn nicht? Schnappt sie! Digga, ich habe gerade zwei Feuerbullrücken kalt gemacht. Oh. So, die ersten zwei. Hast du einen Pirscher? Nein, das war ich, du Idiot. So, zwei, drei. Ein paar haben wir noch. Eins. Was für genug, ihr seid doch immer noch da. Ups. Ich dachte, er wird gerne noch nicht weiterlaufen. Ach, hi! Du willst auch mitmachen. Ich dachte, du guckst nur zu. Catch dies. Und tschüss, Mann. Erledige die Fremden! Jo. Das war der letzte. Hätte ich nicht machen müssen. Direkt zu den Meridian Docks. Jede Wette. Hätte ich nicht machen müssen. Ich hätte auch einfach abhauen können, aber ehrlich gesagt, wenn die Idioten halt Zyris, die so dumm sind, mich in einen Hinterhalt zu locken, dann bin ich mit Freuden bereit, ihnen zu erklären, dass das dumm war. Ziemlich dumm. Ernsthaft, ich meine, sie hat es ja selber gesagt, so. Er hat doch von ihr gehört und er weiß auch, zu was ich fähig bin. Und er will mir jetzt erklären, dass er
wirklich dachte, die paar Hansels könnten mich umnieten. Excuse me, what? Du hast von mir gehört. Du weißt, ich kann Maschinen übernehmen, habe mehrere Brüllrücken und was nicht alles, Donnerkiefer und Schlagmichtote getötet. Ja. Aber du glaubst, mit den paar Hansels könntest du mich loswerden. Urteilsvermögen 6. Alles klar, Kollege. So, oh, das ist ein Händler. Das ist cool. Dann können wir doch gleich mal zu dem gehen und gucken, ob der das Outfit für mich hat. Da habe ich doch schon den Waschbär gehört. Fuchs. Fuchs. Ich habe einen Waschbär gehört, oder nicht? Ah, ne, vielleicht habe ich einen Truton gehört. Oh! Banditen! Banditen, Banditen, Banditen! Ah ja, wenn das so ist. Mensch, Jungs, sagt doch vorher Bescheid, wenn ihr kommt. Dann weiß ich, worauf ich mich einlasse. Das ist doch voll gut. Guck mal. Ups, ja, das war natürlich genauso geplant. Einmal. Zweimal. Ganz entspannt machen wir das doch. Ja, das ist doch schön, das ist doch schön. Da haben wir doch direkt Bock. So, weißt du, erstmal so ein paar Banditen wegmetzeln. Oh, die haben sogar Gesundheitstränke dabei, wie geil. Da kann ich ja mal direkt hier einen wegfressen. Ah, ne, ich habe volle Leben, ups. Ja gut, dann kann ich das halt nicht. Einmal. Mädel, der Baum ist rund, also wir laufen im Kreis. Ich sehe auch was. Und tschüss, Mann. Geh baden. Ja, cool, cool, cool. Die haben alle Tränke dabei. Damit kann ich gar nichts anfangen, leider. Lass mich raten, du hast auch einen Trank dabei? Ja, schade. Naja, gut, okay, was soll's. Wo wollte ich hin? Zum Händler. Da habe ich jetzt ganz klein bisschen... Ups. Ein ganz klein bisschen vom Pfad abgekommen. Nicht so wild. Passt schon. Die Tränke sind voll. Ja, ja, ja. Wenn ich eine Waschbärhaut hätte, könnte ich meinen Trank, meine Tranktasche noch ein bisschen vergrößern. Aber leider habe ich keine Waschbärhaut und hier chillt auch kein Waschbär rum. Deswegen. Naja, was soll man machen? Was soll man machen? Hi, was machst du hier mitten im Nirgendwo? Da hast du bestimmt kein gutes Geschäft. So, erstmal gucken wir, ob die noch was Waffenmäßiges für mich hat. Hat sie tatsächlich. Aber nichts, was ich kaufen könnte, weil ich immer noch kein Tramplerherz habe. Gut, dann gucken wir mal bei den Outfits vorbei. Da ist es doch, die stille Nora-Jägerin. Das letzte Outfit. Was mir noch fehlt in lila. Geil. Sehr, sehr geil. Ach, guck mal, Kaja-Feuerwappen gibt es auch hier in Mittel. Und ich habe das aber schon in schwer. Sehr geil. Gibt es irgendeins in Mittel, was es in schwer nicht gibt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ah doch, warte mal. Banuk Verderbnistilgerin. Verderbnisdingsbums gibt's. Doch. Gibt's auch. Okay. Ja, nee, dann habe ich sie alle. Dann habe ich alle Outfits, die ich jemals brauchen könnte. Oh, das ist schön. Kaja-Seide leicht. Ich muss sagen, das finde ich sogar schöner als die Kaja-Seide, was ich hier habe, oder? Warte mal. Ja, doch, weil da ist so viel Kram dran. Das hier sieht viel entspannter aus. So ein schönes, leichtes Gewand. Ja. Macht gar nichts, tut überhaupt nichts zur Sache. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen was verkaufen können. Und dann geht's gleich weiter, Leute. Okay, ich kann nichts verkaufen. Cool. Jedenfalls habe ich gerade nichts gesehen. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Da ist das Bullrückenareal. Perfekt. Warum haben wir denn dieses Lagerfeuer eigentlich auch noch nicht gehabt? Und dieses hier auch noch nicht. Und da ist noch ein Dorf, was in den Berg reingebaut ist. Actually, Leute. Ich weiß, ich habe gesagt, wir haben die Welt fertig erkundet. Aber hier in der Gegend könnten ja Waschbären sein. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn ich noch ein bisschen hier bleibe. Was haben wir da? Wächter, okay. Na, dann finde ich vielleicht noch einen Waschbären. Das wäre ziemlich cool. Und als hübschen Nebeneffekt können wir dann da drüben mal ganz kurz die Gegend erkunden. Und mal schauen, ob da noch irgendwas Interessantes ist, weil das Dorf, was da so in den Berg reingeht, ist das dieses Haus oder was auch immer das ist. Wo wollt ihr denn hin? Hallo? Kann man euch helfen? Oh, da vorne eskaliert es ein bisschen. Oh. Das hier muss Sonnenfeld sein. Es wird von Maschinen angegriffen. Habe ich hier noch eine Mission ausstehen? Sonnenfels? Hä? Scheint fast so. Das gefällt mir gar nicht. Mir nee, auch nicht unbedingt. Na gut. Also komm. Machen wir mal schnell Schicht im Schacht hier.
Fetzte gerne, Kollege. Keinen einzigen Schadenspunkt hast du mir gemacht, du Schlappschwanz. Meine Güte. So. Guck, da gibt's noch ein Level ab. Kann er mich treffen von hier aus, da hinten aus? Nee, oder? Oh, doch. Kann er. Ich muss mal ganz kurz, Moment. Was haben wir denn hier? Schaden und Speerschaden. Oh, das ist geil. Das ist beides ziemlich geil. Das müssen wir mitnehmen. Nein, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Ich weiß halt nicht, wie viele Sachen ich in meinem Speer später reinbauen kann. Ich habe aktuell nur 3 Dinger, die in den Speer rein können. Habe ich irgendwas Grünes dabei? Das kann ich dann schon mal wegschmeißen, ja. Wobei, warte mal, Nahkampfschutz für Gewebe habe ich tatsächlich sonst überhaupt nichts, ne? Ja, dann hebe ich das auf. Was haben wir denn da so? Handhabung, Handhabung, Handhabung. Ja, guck mal hier, ich habe so viel bessere Handhabung, da kann das hier auf jeden Fall schon mal weg. Plus 10% Verderbnis. Hm, fancy. Fernangriffsschutz 8. Ja, komm, der kann auch weg. 8 Tarnung, 11, 12 Tarnung. Verderbnisschutz fürs Gewebe. Ja, komm. Feuerschutz. Verderbnisspule. Habe ich auch so viele bessere. Und die auf jeden Fall auch weg. So. That's more like it. Und dann nehmen wir den anderen Kollegen auch noch auseinander. So, ich weiß nicht genau, wegen was die jetzt eigentlich schwach sind. Ich hätte mal scannen können. Schwäche, Abriss, Stärke, bla. Ja, gut, wir können natürlich mal mit Abriss da ein bisschen drauf gehen. Habe ich den Typen getroffen? Oh Mann. So, leg einen zweiten Pfeil rein. Ja, ja, guck mal doch, Abriss ist eine gute Sache. Das findet der cool, der Kerl, das findet der cool. Ja, das findet er richtig gut. Guck mal, wie gut er das findet. Alter, wie gut er das findet. Das findet er mega. Da geben wir ein bisschen mehr von. Das findet er richtig klasse. Oh yes, Alter. Oh yes, Kollege. Auf wieder, tschüss. Da hast du. Und noch einen. So, und jetzt gibt es noch einen davon. LOL, der hat mir einen Stein direkt vor die Nase gehalten, dass ich meine Bombe da reingeschossen habe. Was war das für ein Move gerade? Not bad, Alter. Der hat mir ordentlich gegeben. Alter, ein 40er Verderbnisspule. Junge, Junge, Junge. Oh, kein Problem. Willkommen in Sonnenfels. Sprich am besten mit Wärter Geneva. Drinnen. Oh, klar. Machen wir. Kein Problem. Was waren das jetzt eigentlich für welche Biermods, ne? Ja, sagen sie mir nicht. Zünderinventar ist voll. Na gut, okay, kann ich mitleben. Auch voll. Hm. Ja, gut, doch, cool. Also, Sonnenfels. Siehst du mal, da gibt es sogar noch eine Nebenquest. Rede mit dem Aufseher. Aber hatten wir die vorher schon, die Nebenquest? Oder habe ich die jetzt erst freigeschaltet gerade? Ja, aber nicht wegen eurer Sonne, sondern wegen mir, ihr Vögel. Die beiden Jungs hätten euch ganz schön kalt gemacht. Seid froh, dass ich gerade hier vorbeigekommen bin. Das war reiner Zufall. Ja, aber da sieht man, wie viel diese Welt einfach zu bieten hat. Ne? Man landet irgendwo, denkt sich so, hey, guck mal, da ist noch so ein Dorf, geht da einfach hin. Und plötzlich eskaliert da alles wieder und es ist einfach wieder richtig Action. Das feiere ich einfach. Das ist geil. Das ist wirklich, wirklich geil. Okay, machen wir davon ein bisschen wieder und davon auch wieder ein bisschen. So. Wie viel Lobo habe ich noch? 360. Das ist doch in Ordnung. Ah, Moment. Das Heilungskram nehmen wir mit. Wobei, du hattest gar keine Heilung, oder? Doch. Doch, 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 doch. Okay. Cool. Cool, 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 cool. Aufnahme läuft auch sehr gut. Hätte mich jetzt ein bisschen abgefuckt, wenn nicht. wo ist denn jetzt Sonnenfels? Lol, das Ding ist bis hierher geflogen? Okay. Ups. Warte mal. Ja doch, ich bin hier eigentlich theoretisch richtig. Ich weiß nur nicht genau, wo ich da jetzt reinkomme. Oh, da habe ich was gehört. Ah, ein Waschbär. Ah, ich hab's doch gesagt, Leute. Ihr habt's doch gesagt. Endlich. Aha, schade. Ah, schade, schade, schade. Waschbärknochen. Na ja, gut. Alter, dieses Ding haben wir ganz schön auseinandergepflückt. Guck mal, wie weit die Teile von dem geflogen sind, ey. Huiuiui. Alter Vater. Ja, ich muss da rein. Aber dieses Tor wollte irgendwie nicht aufgehen.
muss da auch nicht rein. Okay. Ich muss dahinter. Ach, hier gibt es einen Seiteneingang. Hä? Okay. Interessant. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Ein Maschinenköder, noch einer davon, ja. Er wurde durchsucht. Wie? Das will ich gar nicht wissen. Lecker. Okay. Das ist schön, ich frag dich auch gar nicht, Kollege. Hi. Wärter Geneva, Sie hier hat die Behemoths vernichtet. Mhm. Dankeschön. Ich bin beeindruckt. Und das kommt selten vor. Sag mir, wie kommst du zurecht mit lebender Beute? Die waren ziemlich lebendig. Hatte noch keine Klagen. Warum? Drei gefährliche Häftlinge sind geflohen. Und meine Männer hier können auf keinen Fall weg. Warum nicht? Das wäre alles nicht passiert, wenn wir es wie früher machen würden. Aber das habe ich schon so oft gesagt. Und jetzt stehe ich hier. Und du stehst auch hier. Ja, das ist, ja, cool. Wie war es denn früher? Man grub Verbrecher bis zum Hals ein und ließ die Sonne richten. Und jetzt sei das Urteil bereits gesprochen. Ja. Niemand ist jemals rückfällig geworden. Ja, Tote werden schwer rückfällig, Wer ne? Wer sind die entflohenen Häftlinge? Drei aus den Isolationskäfigen. Mitleid überflüssig, der Sonnenkönig war sehr gnädig zu ihnen. Zuerst Rasgrund. Osaram Fallenbauer, Hastikaja, verrückt wie Schnee in der Sonne. Hatte eine Sprengung zu viel oder eine zu wenig. Und dann Ulia, Tenakt-Kriegerin, falls dir das irgendetwas sagt. Nope. Leider nicht. Ist das ein Stamm? Räuber. Aus dem Süden. Aha. Blutrünstig. Es heißt, sie wären Kannibalen, aber sie hat nicht schlecht Grütze gefressen. Und schließlich noch Gavan. Ein Verräter, der den Exilanten Waffen brachte. Im Vergleich zu den anderen klingt das eher harmlos. Er war Mitverursacher des Bürgerkriegs, aus reiner Scherbengier. Eine Maschine ist harmloser. Okay. Also sperren die Kaja hier Verbrecher ein? Seit der Befreiung. Aha. Hier sitzen also ist das so eine Art Knast hier, ja? Bis zu Falken des verrückten Königs Jiran. Der Sonnenkönig glaubt an die Kraft des Wandels. Und manche wandelten sich auch. Häuteten sich wie Echsen. Ich dachte mal, alle Verbrecher wären gleich. Deshalb lässt mich der Sonnenkönig Sonnenfels leiten. Als Bildungsmaßnahme. Schmerzhaft. Nach einer Ehre? Naja, nee, klingt eher nach einer harten Bestrafung, klingt Alter. Nach einer Ehre? Ich meine, ich kenne sonst keine Frauen Kaja-Rüstung. Außer dir selbst. Ich bin keine deiner Schwester. Frauen tragen keine Kaja-Rüstung. Als Kind beschloss ich, ein Soldat zu werden. Und zwar gut genug für Awards Ehrengarde. Es gab Gerede, was ich wäre. Dann sagte ich immer, guck nach und ich brech dir den Arm. Nach einigen gebrochenen Armen gab es weniger Gerede. Ich bin neugierig, aber ich möchte lieber nicht mit dir kämpfen. Okay. Okay. Ah ja. Hä? Wie, es gab Gerede, was ich wäre? Ob sie eine Frau ist oder nicht, oder was? Hä? Okay. Ja, okay. Also erstens, was tut es zur Sache? Und zweitens, dürfte es mir als eindeutig sein. Du willst okay. Also die Häftlinge zurück? Nein. Ich will sie unter der Erde. Sie werden dir keine Wahl lassen. Der Sonnenkönig zeigte seine Großzügigkeit. Und jetzt sehen sie meine. Ein Kopfgeld für sie alle. Ulia, die Tenakt, Rasgrund von den Osaram und den Verräter Gavan. Wenn ich das für dich tue, brauche ich eine Spur. Na, als Ulia ins Sonnenreich kam, war sie bei den Dschungelbanditen. Dort wird sie wieder sein. Rasgrund fanden wir in einer Kluft am Dämmerberg, wo er an seinen Bomben bastelte. Und Gavan wird alles dran setzen, über den See zu kommen. Da wette ich drauf. Suche in Lichtenmarkt. Oh Gott, das heißt, das ist jetzt eine von den Quests, die mich einmal quer durch die halbe Welt schickt. Ist das so, ja? Oh. Hab ich da Bock drauf? Ja. Ja, eigentlich schon. Ich geb's ja zu, eigentlich schon. Okay, zeig mal her. Ein Behemoth-Angriff hat die Mauer des Gefängnisses in Sonnenfels zerstört. Drei gefährliche Häftlinge konnten entkommen. Sie müssen aufgehalten werden. Ja, dann zeig mal auf der Karte. Ja, okay. Das ist der eine. Und wo sind die anderen? Es hieß irgendwas über den See. Also hier oder wo war denn dichter Fels? Sonnenfels. Ah, da ist Findegavan. Das ist die zweite. Okay. Das ist die Hauptquest. Ähm.
Ich habe keinen Schimmer. Ich suche Fairmont im Meridiandorf auf. Achso, ja, ja, das war der andere Idiot. Genau, richtig. Ach, da, hier. Da, guck mal da. Da ist er doch. Okay, ja, schön, 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 schön. Schön, schön. Finde Ulia. Ulia, was auch immer. Ah ja, das Banditenlager haben wir doch schon kalt gemacht. Naja, wenn sie da ist, dann selber schuld, ne? Da ist ja niemand mehr. Da habe ich ein bisschen aufgeräumt vorher. Okay. Ja, können wir machen, können wir machen. Gibt es sonst noch irgendwas zu sehen? Ist das hier wirklich nur reiner Knast, ja? In der Sonnenfels habe ich mir jetzt irgendwie was anderes erdacht, ehrlich gesagt. Das klingt so fancy. Aber, naja. Gut. Das erklärt auch, warum die das große Tor nicht aufmachen. Aber gut, dann, ja gut, dahin zu porten hat jetzt nicht viel Sinn und die anderen Lagerfeuer sind auch nicht viel näher. Nee, komm, das hat jetzt nicht so viel Sinn, sich dahin zu porten, von daher, dann laufen wir kurz. Vielleicht haben wir Glück und finden noch einen Waschbären. Finde ich aber cool mit den Behemoths hier so, dass ich da noch ein bisschen Stress machen konnte. Ich glaube, es waren Behemoths. Dass ich da noch ein bisschen Action hatte. Das war ganz nice eigentlich. Man merkt aber auch, wie stark wir jetzt geworden sind. Ich meine, die Behemoths, ja, der hat ganz schön viele Bomben gefressen, muss man zugeben. Aber im Endeffekt habe ich ihn halt trotzdem ohne viel Leben zu verlieren einfach gesprengt und dann war halt gut. Also, joa, das ist natürlich, Fuck. Danke. Und der hat wieder nichts dabei, Mann. Ich brauche doch nur eine verdammte Waschbärhaut. Du blödes Mistviech. Das ist wie ein Fuchs. Wildschwein. Ach, alles Rotz. Das braucht doch kein Mensch. Einfachen, verblödeten Dings brauche ich. Waschbär. Hä? Wo war das bitte kein Treffer? Ja! Wenn du jetzt einen Talisman hast. Ja, Waschbärhaut. Geil. Geil. Was schmeißen wir denn dafür weg? Was schmeißen wir denn weg? Weiß nicht, der Herz, lol. Müll. Geil, Alter. Waschbärhaut. Dann... herstellen. Da muss ich hin. Tragekapazität. Den Trankbeutel können wir damit jetzt erweitern, ja? Und nichts anderes? Ja, nur den Trankbeutel. Dann machen wir das doch. Trankbeutel. Yes. Voll geil. Was möchte ich dir noch ganz gerne erweitern, bevor wir zum Endboss gehen? Scharfschussbogen wäre natürlich richtig geil. Dafür brauche ich auch noch eine Waschbärhaut. Okay, cool. Was war's eigentlich? Seilwerfer nutze ich eh nicht, Zersprenger nutze ich auch nicht. Der Rest ist schon auf Maximum. Ja, dann fehlt mir nur noch eine Waschbärhaut. Cool. Also wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir jagen Waschbären. Ach, da ist eine Gans. Ah, schade. Gans brauchten wir auch für irgendetwas. Ich weiß allerdings nicht mehr für was. Gans. Hat die was dabei? Alter, wie weit war die denn weg, ey? Ein Meisterschutz. Schuss. Wir brauchten für irgendwas ganz Knochen, ganz Haut oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Liegt da ein Flugzeug? Das sieht aus wie ein abgestürztes Flugzeug. Hey, krass. Was weiß ich. Soll egal sein. Die Banditen habe ich schon erwischt. Es sollte nicht allzu schwer sein, diese Kriegerin zu finden. Richtig, richtig. Finde Uli Dingsbums. Ja. Reicht es, wenn ich ihr einfach einen Heller gebe und Gutes, oder muss ich mit ihr irgendwas machen? Ich sagte doch, dass sie kommen. Macht sie zu Kleinholz. Boah. Die hat zwar ordentlich was getankt, aber naja. Hätten wir da nicht drüber reden können? Die Kaja reden immer. Reden und bluten. Reden und fesseln. Aber du kämpfst wie ein Tenakt. Ich hätte dich als Kind genommen. Man nimmt was? Doch nicht einfach ein Kind. Die Starken nehmen von den Schwachen. Und so werden sie immer stärker. Die Geschichten in meiner Haut geritzt. Sie. Kinder. Besitz, Leben und Land. All das gehörte mir. Trinke mein Blut und sie leben weiter. Sonst geht's dir gut, ja? Nein, Ulia. Ich trage schon genug Geschichten.
Aber hallo. Was zur Hölle, Mann? Was für Schlagscheinglas, Mann! Ey! Boah, wenn ich diese Scheiße nochmal sehen muss, ey, wirklich, ich krieg einfach. Da hört alles auf. Warum habe ich so viele Läuferherzen? Ah, Mann, was soll ich denn mit dem ganzen Rotz? Ich nehme es jetzt mit, einfach nur um es zu zerlegen, ne? Weil was anderes kann ich damit halt eh nicht anfangen. Das Zeug ist so unnütz. Schlagsteinglas, Alter. Das ist nicht mal was wert, ey. Weißt du, das sind 12 Scherben, die ich jetzt dafür gekriegt habe oder so. Junge, was geht denn hier ab, Alter? Absolut kein Platz dafür. Oh mein Gott. Okay. Machen wir anders. Wir gucken das hier noch kurz durch. Und das hier auch. Jawohl. Und das da. Füßenglas. Oh, ich konnte sogar alles mitnehmen, bis auf die Schockdinger. Ich habe 16 Wüstenglas dabei. Ah ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Und im nächsten Part geht es weiter mit dieser Quest, wo wir die anderen beiden Fuzzis aufsammeln. Mal schauen, ob wir die auch umlegen müssen oder nicht. Ich werde hier nach dem Part noch diese Kisten durchgucken und entsprechend alles einsammeln, direkt wieder zerlegen, damit wir es einfach los sind. Aber das dauert ja ein bisschen, deswegen müsste das ja nicht im Part drin sein. Das heißt, im nächsten Part machen wir hier weiter und suchen dann direkt, die nächsten Jungs halt, ne? Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch der Part gefallen hat. Dann lasst auch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.